Also die kulinarischen Theaterkids heißt unsere Schülerfirma und die bietet halt Essen an. Also und dazu spielen wir Theaterstücke auf. Wir haben halt einige Projekte, wenn wir zum Beispiel Tag auf den Tier haben oder so, bereiten wir halt etwas vor und verkaufen das dann halt. Wir haben in der Schule sozusagen AG-Stunden. Dort teilen wir dann meist so in die Gruppen auf, Köche und Schauspieler. Die Schauspieler, die überlegen sich dann halt, was sie machen würden. Unser letztes Stück war Pantomime. Und die Köche, die sind dann halt im Luther-Hotel und kriegen Wissen weitervermittelt zum Kochen. Beim ersten Treffen mit den Kids haben wir wie so eine Art kleine Produktschulung gemacht, wo wir den Kindern einfach auch spezielle Produkte mal oder andere Produkte mal vorgestellt haben. Sie durften schmecken, sie durften riechen, sie durften damit umgehen, schneiden, zubereiten und einfach versucht, den Kindern zu zeigen, was geht nicht. Da durften wir halt mal hinter den Kulissen gucken, wie das dann zum Beispiel, wie das alles in der Küche vorbereiten, was da für Arbeit hintersteckt und was man eigentlich alles machen muss, um so ein Menü zum Beispiel vorzubereiten. Wir sind selber ein junges Team im Haus und das spiegelt sich hoffentlich auch in der Zusammenarbeit wieder, weil man hat viel Spaß, man lacht viel. Das wollen wir auch den jungen Leuten vermitteln, dass ja Arbeit nicht nur streng ist, dass es gibt sicherlich auch Regeln, aber in der Gemeinschaftlichkeit, auch in der Ehrlichkeit, in der Freundschaftlichkeit, dass man mit Kollegen loyal umgeht, denke ich, ist das ein super Schritt. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und man weiß ja auch, dass da vielleicht auch immer ein Gewinn rauskommt. Wir haben so ein Punktesystem und jeder bekommt halt einen Punkt für besondere Arbeit. Und nachher wird das halt mit Geld umgerechnet und da bekommen wir es am Ende des Schuljahres. Ich war selber mal jung, habe mich auch gefreut, dass mich auch Leute unterstützt haben. Auch in meinem beruflichen Werdegang ist das ganz wichtig, dass man da auch über die Eltern, über die Schule, über Projekte, über Praktikas einfach auch Bindung in das Berufsleben findet. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist so auch mein oder unser Antrieb, den jungen Leuten das halt zu vermitteln.